guten Abend. Geht nicht. Was? Ich kann heute nicht alleine trinken. Wenn ich trinke, dann sollen alle trinken. Ich will vorschlagen, einen doppelten Korn für alle. Ich habe gute Laune und wenn ich gute Laune habe, dann sollen alle gute Laune haben. Zahlen, ein Korn. Wenn ich zahle, dann sollen alle zahlen. Ja, es eigentlich nur zwei Gründe gibt, warum Männer in der Kneipe sitzen. Nee. Oh, was sind das für Gründe? Entweder sie haben keine Frau zu Hause. Oder? Sie haben eine zu Hause. So, ihr gottverdammtes, dreckiges Pack. Wer von euch verlausten Strauchdieben ist Kowalski, hä? Na, ihr Memmen, nun antwortet schon, bevor ich's mir ernsthaft überlege, ob ich böse werde. Na, hat's euch die Sprache verschlagen? Wenn ihr euch jetzt sehen könntet. Ein erbärmlicher Haufen von versoffenen Pennern. Ich habe gefragt, wer von euch Kowalski ist. Wer Kowalski ist, habe ich gefragt! Ich bin Kowalski. Ich hoffe, es wird dir eine Lehre sein, Kowalski. Ach, oh Gott. Sind Sie Weiber blöd? Total bescheuert. Wieso? Ich bin doch gar nicht Kowalski. Herr Ober, bringst du mal noch ein Pilz und Korn? Wer ist die Dame, mein Herr? Sind wir in der Kneipe oder im Rettungsboot? Da gucken Sie mich denn dauernd so an. Entschuldigen Sie, ne? Aber Sie sind meiner Frau wie aus dem Gesicht geschnitten. Wie ich das? Das sind Sie, bis auf den Schnurrbart. Wieso, ich hab doch gar keinen Schnurrbart. Nee, Sie nicht. Hallo! Ja, zieht's vielleicht. Was darf's denn sein? Ja, was? Was haben Sie denn da? Kaffee, Bier, Alkoholiker, Milchmixgetränke. Dann nehme ich Alkoholiker. Oh. Ein Cognac? Nein. Zwei Cognac. Zwei. Die kann ich nämlich jetzt gebrauchen. Wenn Sie, ich hab nämlich einen kleinen getrunken. Ja, das merke ich. Naja, das merken Sie nicht. Ich hab nämlich einen Schock, weil ich mit diesem dämlichen Auto gefahren bin. Die Parklücke nur so winzig klein war. Was ist Ihnen denn passiert? Denn nichts. Meine Frau ist ja ausgestiegen und hat mich reingelotet. Und dann? Ja, dann hat es gebumst. Hä? Ja, deswegen doch auch mein Schock. Und nun brauche ich erstmal einen Cognac für mich und meine Frau. Sie wollen zwei Cognac? Ja, einen für mich und einen für meine Frau Erna. Aber das ist doch nicht Ihre Frau. Wieso soll das nicht meine Frau sein? Weil das ein Verkehrsschild ist. Alter Scheiße. Erna! Abend. Na, Benz. Kaffee und Cognac. Sofort. Bitte sehr, ein Kaffee. Ein Cognac. Dank.
Das war's, Mädel. Entschuldigung, ich will nicht indiskret sein, aber Sie sind doch Pilot, oder? Ja, klar, Mädel, klar. Aber Sie sind ja fast blind. Psst. Muss da nicht jeder wissen. Können Sie denn fliegen mit den Augen? Blindflug müssen wir doch alle können. Ja, aber das ist doch... Ja, ich hab halt einen guten Co. Co? Was ist ein Co? Co, Mädel. Co ist der Co-Pilot. Und meiner ist ein richtiges Ass. Nerven wie Drahtseile, ehemaliger Jagdflieger. Wir halten zusammen wie Pech und Schwefel, ein richtiges Team. Aber Sie sind doch der Kapitän. Sie müssen doch die Maschine fliegen, ne? Vor allen Dingen eine Frage des Kurs. Also, pass auf, ich erkläre dir das mal. Ich lese meinem Co-Piloten die Checkliste vor. Triebwerke an, Öldruck, Temperatur, Vorflügelklappen ausgefahren, der ganze Quatsch, der da sonst noch draufsteht. Und wenn alles in Ordnung ist, dann hau ich das Gas rein und ab geht die Post. Oh Gott, da gibt's ein Unglück. Ja, wieso denn Unglück? Der knattern über die Startbahn. Und wenn mein Co-Pilot neben mir ach macht, dann zieh ich die Kiste hoch. Jetzt hört mal zu, ihr Pappnasen. Einer von euch hat da draußen mein Motorrad geklaut. Ich gehe jetzt an die Theke und trink ein. Dann gehe ich raus und guck nach. Und wenn die Maschine dann immer noch weg ist, dann passiert hier dasselbe, was am 14. Februar 1979 in Oldesloe passiert ist. Ist das klar? Entschuldigen Sie. Was ist denn am 14. Februar 1979 in Oldesloe passiert? Da muss ich mit dem Bus nach Hause fahren. Wollen Sie vielleicht was trinken? Ein Shampoo oder ein Longdrink? Danke, ich trinke keinen Alkohol. Ich hab's mal probiert, aber es gibt mir nichts. Vielleicht haben Sie Lust, eine Runde zu spielen. Ich stelle Sie gerne den Herrschaften da drüben vor. Ich spiele nicht. Ich hab's mal probiert, aber es gibt mir nichts. Aha. Vielleicht haben Sie eine Zigarette für mich? Wir könnten zusammen eine rauchen. Ich rauche nicht. Ich hab's mal probiert, aber es gibt mir nichts. Sagen Sie mal, weshalb sind Sie eigentlich hier? Ich warte auf meinen Sohn. Ah, ist es sicher ein Einzelkind? Guten Abend. Na, Torte? Neu hier? Dich sehe ich aber auch zum ersten Mal hier. Ich komme aus Hamburg. Hab da ein paar Läden. Wollen wir ein bisschen die Lage abchecken? Vielleicht mal hier auch einen auf. Da brauchst du aber ein paar Subezähne, wenn du bei uns auf dem Kiez ankommen willst. Keine Sorge, Torte. Das bringe ich schon. Wer ist denn eigentlich dein Macke? Den habe sie letzten Dienstag ausgepustet. Hat einen Kumpel verpfiffen. Sag mal, willst du nicht bei mir einsteigen? Kannst jede Menge Schotter machen. Ich glaube, das überlege ich mir mal. Die Typen hier, die haben sowieso keinen Mumm mehr in den Knochen. Wenn da mal so ein Freier, bis sie aufmüffig ist, dann zieh die doch gleich den Schwanz ein. Ja, wär ich doch nicht, du. Ruckzuck ist die Backe dick. Was hast denn so alles drauf? Was du willst. Vom Missionar bis zu der japanischen Taifun hab ich alles drauf. Ja, das war's denn ja wohl, nicht? Das glaube ich auch. Sittenpolizei. Sie sind verhaftet. Darf ich? Ich
beobachte Sie schon den ganzen Abend. Sie sehen verdammt gut aus. Vielen Dank. Ich glaube, wir würden uns auch körperlich ganz gut verstehen. Tatsächlich? Ja, ich habe so einen sechsten Sinn dafür. Was würden Sie denn zu einem kleinen Bumserchen sagen? Hallo, kleines Bumserchen. Ich bin die Lola, Schatz. Du möchtest sicher was erleben, hm? Wie stark du bist. Du, mein wilder Tiger. Hm. Mein wilder Löwe. Hm. Mein wilder Stier. Oh. Oh. Oh, du mein Bär, du mein wilder. Sag doch auch mal was Wildes. Hey, du Wildsau! Entschuldigung. Finden Sie nicht, dass Sie ein bisschen viel rauchen? Nein, ich komme mit einer Schachtel pro Tag aus. Ich kann eh nicht viel rauchen während meiner Tätigkeit am Beckenrand. Ach so, Sie sind Bademeister. Nein, Frauenarzt. Na, was magst du trinken? Oh, Uschi, mach mir mal 3 Bloody Mary fertig. Heute gib ich's mir, ne? Donnerwetter, du trinkst doch sonst nicht so viel. Was ist denn los? Ach, ist alles so traurig, Uschi, ne? Mein Mariandel ist weg, einfach weg. Und wie ist das passiert? Vor 3 Wochen, ne? Da haben wir gerade Spitzpass aufgespielt. Da ist weggegangen, Zigaretten holen, ist bis heute nicht wiedergekommen, ne? Ach, halb so schlimm. Komm hier, nimm eine von meinen. Guten Abend, Herr Rechtsanwalt. Woher kennst du sie? Noch, ich hatte mal beruflich mit ihr zu tun. Dein Beruf oder ihr Beruf? Die kommt immer allein, trinkt dann was und sitzt nur so da. Die ist aber in Zucht, die Kleine. Da muss ein Mann her, verstehst du, Junior? Woran siehst du das denn? Das sieht man nicht, das fühlt man. Die Mutter ist so scharf, da sah ich nur Solingen. Aber da hat es immer wieder Männer gegeben, die haben probiert, sie anzusprechen. Und die hat sie abblitzen lassen. Junior, weißt du, was mein alter Spieß immer gesagt hat? Bescheidenheit ist auch eine Gier. An die Mutter da hinten, die ist verdammt bescheiden. Ich weiß nicht. Ach, gucke mal an. Hast du dich verliebt? Ja, ist ja auch ein ganz flotten Aperitif, das Törtchen. Ich kann gar nicht mehr schlafen. Ich muss immer an sie denken. Ja, dann machst du dir doch zurecht, hör mal. Weißt du was, Junior? So eine Schnecke, die musst du ganz sachte antesten, ne? Und wenn die dann richtig am Transpirieren ist, baggermäßig voll nachstützen. Ich weiß nicht, wie. Vielleicht mag sie mich nicht und kotzt, wenn ich komme. Oder sie lächelt erst und kotzt dann. Hör mal, Junior, weißt du, die Mädels, die riechen den Loser. Das haben die einfach in der Nase. Angstschweiß riechen die bis zu 30 Seemeilen gegen eine Strömung. Hier, riech mal beim Meer. Das ist richtig kernigen, würzigen Männerschweiß. Da stehen die Mädels drauf. Nur eine Angst, da darfst du nie riechen. Dann habe ich bisher alles falsch gemacht. Weißt du was, Junior? Jetzt gehe ich die mal antesten. Nee, lass sie in Ruhe.
Wie, hast du Angst, dass ich sie mir aufreiß? Quatsch, das schaffst du sowieso nicht. Hör mal, ich setz drei Blaue, dass ich das schaff. Nie im Leben. 300 Mark? Abgemacht. Dann zück schon mal den Kies, Junior, ne? Weißt du, damals in Indochina, das war eine verdammt harte Zeit. Und dann habe ich die Drei-Phasen-Methode entwickelt. Knackse jede Tussi mit. Pass auf, Junior. Phase 1. Tachchen. Tun Sie mir einen Gefallen? Ziehen Sie meine Karte? Und jetzt? Jetzt schenke ich die Ihnen, weil Sie so schön mitgespielt haben. Danke. Jetzt habe ich was gezogen, dann müssen Sie auch was ziehen. Ja, Logo, was denn? Ziehen Sie Leine, ja? Und? Ist im Moment noch ein bisschen indifferent. Phase 2, Härtetest. Mach nochmal dasselbe, Muschi. Babybi, wir beide kennen sie. Die niederen Triebe der höheren Töchter. Tut mir leid, Gevatterin. Aber ich musste einfach versuchen, ein Portemonnaie zu klauen. Gib zu, hast du es nicht gemerkt, ne? Nee, ich war viel zu sehr damit beschäftigt, deine Krawatte zu klauen. Gib's auf, Alter. Da läuft nichts. Ganz cool bleiben, Junior. Die Tasse ist jetzt sturmreif geschossen. Phase 3. Weißt du was, Baby? Irgendwie machst du mich. Oder besser gesagt, du fährst total auf mich ab. Du kannst es dir zwar nicht genau erklären, aber da ist was an mir, das wühlt dich tief in deinem Innersten auf. Ich bin es nämlich, auf den du so lange gewartet hast. Und du möchtest gerne mit mir alleine sein. Du möchtest meine harten, rauen Pranken auf deiner buttermilchigen Haut spüren. Du möchtest, dass sich dein heißer Atem mit meinem vermischt. Du möchtest spüren, was das heißt, eine Frau zu sein. Sie reden sehr flüssig. Ich weiß, wann einer auf mich nass ist. Jetzt kannst du mich entweder küssen oder auf den dicken Bums warten. 15 Sekunden, Baby. 15 Sekunden. Geschenkt. Wieso? Im Allgemeinen braucht man 5 Sekunden, um so ein Ding zu entschärfen. Wollen Sie es mal mit meiner probieren? Du hast verloren. Verloren? Das ist einfach eine Lesbe. Da funktioniert noch nicht mal die Drei-Phasen-Methode. Normalerweise beißen die Mädels schon aus reinem Selbsterhaltungstrieb an. Die ist so schön, so aufregend. Eine Nacht mit ihr, das muss das Nirvana sein. Ach, vergiss die, Junior. Die Alte ist abgefräst, getötet und verbunkert. Da läuft gar nichts. Ich kann hier nicht mehr bleiben. Ich kann die nicht immer nur anschauen. Ich muss raus hier. Do you speak English? Oh, yes, a little. Marlboro.